Yo Leute, was geht ab? Mucka wieder am Start und ja, es passiert doch noch was auf diesem Channel. Ihr seht hier gerade ein Ark-Gameplay, beziehungsweise es ist live sogar. Guck, ich guck nach oben, ich guck nach unten, ich guck nach oben. Es ist live, denn ich bin heute so motiviert wie noch nie. Ich werde demnächst, ich fange wieder an mit demnächst. Nein, ich werde die Tage, ist auch keine genaue Angabe, aber ich möchte keine genauen Angaben machen, weil an die kann ich mich eh nicht halten. Ich werde wieder mehr. Safe Call, 49% Spooky Safe Call. Ich werde mehr auf YouTube bringen. Ich werde anfangen, wieder auf YouTube ein bisschen zu machen. Ich bin so hoch motiviert noch nie. Oh, was haben wir denn hier? Da haben wir sogar noch ein paar Narkotik. Können wir gleich mal. Doch, die nehmen wir gleich sogar mal mit. Die brauchen wir nämlich. Und ja, wir spielen zurzeit Ark. Ob es viel Ark auf YouTube kommt, weiß ich noch nicht. Ich denke schon, kann man schon sagen. Also ich gucke mir gerade meine FPS an. Ich nehme 30 auf, ich glaube, ich nehme demnächst mal mit 60 auf. Ich werde mal gucken, wie das so auf YouTube ankommt. Auch wenn nur 2-3 Leute zuschauen, ich will wieder für mich wieder ein bisschen aktiver machen. Ich bin wirklich hoch motiviert, man. Ich habe mega Bock. Ihr seht gerade unsere Ark-Base. Ja. Ganz einfach kurz, wir spielen mit der Community Ark im Livestream, jeden Abend, aber 18 Uhr, bisschen Werbung machen natürlich. Hier ist Swonji, einer unserer Mitspieler, oh, hat diese Anti-Kälte-Rüstung, wie nennt die sich? Pelz-Rüstung an. Gibt Ark hier sogar auf Deutsch. Die Übersetzung ist zwar grottenschlecht, aber die gibt es auf Deutsch. Wir spielen ungefähr mit 15 bis 20 Mann auf dem Server. Es ist keine normale Map, es ist Valhalla. Die Map kann ich mal zeigen. Für uns komplett neu, wir haben ganz im Südwesten gebaut auf dem Server. Wer mitspielen will... ich weiß noch nicht, ob ich den Namen vom Server nenne, also im Stream müssen die Leute das eh, weil, ne, ich möchte natürlich nicht, dass wir offline oder so geradet werden oder online, weil wir versuchen so ein bisschen Style-idolisch zu bauen und, ich kann gleich vorweg sagen, wir hatten gestern unseren ersten PvP-Fight, wir spielen hier seit ungefähr 2-3 Tagen, die Mods sind, glaube ich, leveln 5-fach, 6-fach, 7-fach, tamen und farmen genau dasselbe. Ist eigentlich ziemlich easy. Wir haben hier schon ein bisschen gebaut. Hier haben wir so ein paar Schränke. Da haben wir zum Beispiel ein paar Sachen. Da haben wir Flakrüstung, ein paar Werkzeuge. Falls man stirbt, kann man sich hier bedienen. Wir haben hier ein paar Eier. Oh, wir haben Karotten. Sehr schön. Dann können wir schon mal Kibbel machen. Hier haben wir noch ein bisschen Fleisch. Können wir nehmen. Wir wollen ja nicht verhungern. Ein komischer Sound. Hier haben wir einen Generator. Den haben wir schon ein bisschen befüllt mit Benzin. Weil Valhalla ist eine Mod-Map. Ist nicht die normale Map. Apropos Benzin. Und zwar gibt es nicht diese einfachen Methoden, Benzin zu farmen, indem man diese Ölvorkommen abbaut. Nein, man muss Öl unter der Erde suchen. Weil Valhalla ist eine modifizierte Map. Bedeutet also, die muss immer manuell erneuert werden von den Mods. Also von den Entwicklern. Es gibt hier nicht alle Sachen, die es in Normal gibt. Aber wie zum Beispiel Terrorvögel und sowas. Ist alles schon längst implementiert. Das ist wunderschön. Ja, hier ist die Map. Ich glaube, die ist auch deutlich größer als die normale Map. Es gibt zum Beispiel, glaube ich, auch nur ein Sumpfgebiet, das ganz im Osten. Da müssen wir extrem lange hinreisen. Unten ist der Peste schon fleißig am Fahren. Wir haben hier 13 Uhr, montags, er ist schon fleißig mit dabei. Wieso? Ganz einfach, heute wird im Stream ein dicker Raid stattfinden. Ich hoffe, der ist dick. Wir müssen noch bis dahin einen Giganto zähmen. Wir haben schon ein paar Viecher, ihr seht da schon Sexy Rexy, nagt sich hier ein kleiner Schwanz durch die Tür. Level 243er Dinos. Nebenbei 150 untamed, ich glaube 280 oder so maximal ausgelevelt. Wir haben aber nicht einen Alpha auf den Server gefunden. So fucking groß ist das Server. Zweimal Ground Me. Neue Gebäude, wie ihr seht. Wir können mal eben kurz gucken, was man hier so bauen kann. Weil Valhalla, ich weiß nicht, ich habe länger Ark nicht gespielt. Es gibt für mich 11 neue Dinos insgesamt, wie unter anderem Fledermäuse, Terrorvögel, was auch immer. Alles kann ich euch gleich zeigen. Ein paar davon haben wir schon. Neue Sachen. Es gibt den Enterhaken, der ist neu. Aber hier sind auch Mods auf dem Server. Für die muss man ja meistens mal nach unten scrollen. Hier, ich glaube, Level 80 und ab hier aus fangen die Mods an. Da kommen, ich weiß nicht, ob das normal ist, diese Dan-Injecten-Rifle, sowas mögliche. Das sind alles Schütze, die haben wir sogar, die kann ich eventuell sogar, ich werde die nicht jetzt zeigen, ich werde die im Stream zeigen, haben wir auch, glaube ich, schon mal gezeigt. Da sind einfach Betäubungsgewehre, hier diese Electric NC-Builds, also hier unten, bedeutet einfach, die, man kann Gebäude in Gebäude setzen. Heißt also, wenn eine Wand durch eine andere Wand ragen würde, könnte man das normalerweise nicht bauen. Der Mod lässt das zu bauen. Es ist nicht unser Server, wir spielen auf einem anderen Server. Das ist wichtig, vorweg hinzusagen. Wir haben also keine Admin-Rechte, falls uns jemand hier unterstellt, wir bekommen irgendwas von den Admins. Oh, das können wir gleich lernen. Wir haben schon ein bisschen... Oh,
Du Scheiße, haben wir das gelernt. Jetzt haben wir alles Mögliche bekommen. Okay, das ist sehr gut. Und hier seht ihr schon etwas. Das gibt es, glaube ich, auch nicht auf normalen Servern. Und zwar Castle Boy. Man kann hier Burgen bauen. Ich kann euch gleich mal ungefähr zeigen, wie das aussieht. Wir haben damit angefangen. Man braucht aber endlos viel Stein dafür. Also wir sind schon fleißig am Bauen. Wir haben zum Glück die Hilfe von der Community. Oh, man kann sogar ein dickes Doppelbett bauen. Das ist sehr schön. Large Bed. Sehr schön, sehr schön. Dann kann man hier auch ein ziemlich sehr, sehr geile Mod. Man kann hier Bäume, Pflanzen, Steine, sowas alles anbauen. Das kann ich gleich auch mal zeigen. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Ja, wie gesagt, paar Mods drauf. Hier, Matta. Grüß dich, Matta. Wie geht es dir? Einmal kurz für YouTube Hallo sagen. Halb Gilly. Halb Flak-Rüstung. Alles klar. Dankeschön. So, hier unten haben wir ein paar Öfen. Die Öfen kennt man auch schon aus dem Livestream und zwar, ich glaube, die gibt es auch nicht normal. Das sind so elektrische Öfen. Haben wir auch schon alles drin. Hier haben wir unseren angebeteten Gott, auch die Lampe genannt. Oh, hi Rexy. Nee, das ist Mom. Get the camera. Get the camera, Mom. Falls jemand die Fail-Videos kennt. Wer schläft denn hier? Hier schläft Fortress. Hier schläft Deichmann, hier schläft Escape, oh, Club Mate sogar auch mit dabei. Der Tod, Nathans, also es spielen so viele mit. Ich will hier gar nicht alle Namen aufzählen, weil ich würde die vergessen. Natürlich spielt auch Perry und ich weiß gar nicht, wer alles mitspielt. Seil spielt mit, der Tod, oh, Pest, es sind zu viele. Und hier haben wir auch schon unsere kleinen Hündchen und, ja, nicht Hündchen, sondern Vögelchen, die wir haben. Wir haben drei Quetzeln inzwischen. Das ist, glaube ich, der beste Quetzel. Ziemlich cool. Hat 2000 Gewicht. Musst du haben. Du musst haben. Die Map ist einfach so groß. Du musst ihn zum Farmen haben. Haben wir hier einen kleinen Trike. Haben den Hirschi. Wie der auch immer zu uns hingelaufen kam. Hallo Hirschi. Der ist süß. Guck mal, wir laufen mal so durch die Gegend. Dann haben wir hier unseren Mammut. Das ist unser, ja, unser Holzfarmer. Level 70. Mehmet. Grüß dich, Mehmet. Dann haben wir uns Sexy Rexy. Der Sexy Rexy hat sich ein bisschen in den Baum gebackt. Den können wir mal eben rausholen. Und dieser Baum, der da steht, der steht nicht manuell da. Den haben wir gebaut. Das ist diese eine Mod, die ich euch erklärt habe. Oh, und was sehen wir da? Da sehen wir die Burg. Da werden wir aber gleich erstmal hingehen. Ey, Rexy, komm schon da raus. Rexy hat sich in den Baum reingebackt. Hier haben wir ein bisschen getestet. Mit, also wir sind selber noch ziemlich neu auf Valhalla. Wir testen hier. Okay, der hat sich komplett reingebackt. Müssen wir den Baum abreißen. Ihr seht schon, hier sieht man das ganz genau. Der Baum, er hat 1000 HP. Also es ist kein Baum, den man irgendwie abbauen kann mit Spitzhacken oder so, sondern den kann man sogar repairen, wenn er kaputt geht. Ist einfach nur Deko. Den werden wir jetzt abreißen. Einfach wegen Rexy. Kommt raus. Der Rexy steht... Nein, sag nicht, hat sich ins Haus gebackt. Nein, hat er nicht. Okay. Der ist schon eine Verteidigung. Und da geht schon Steinfarm weiter. Die Burg muss gebaut werden. Sehr schön, sehr schön. So, den Baum müssen wir gleich wieder hinbauen. So, wir setzen ihn auch sogar manuell hin. Ich habe den selber noch nicht gelernt. Das hat die Seil gemacht, die Siele. Siele, Seil. Ich glaube, das war Jung Big Foundry. Big Foundry, das müsste bestimmt der hier sein. Wir gucken mal, was der braucht. Wir haben es jetzt gelernt, hoffentlich. Der braucht Holz, 80 Holz. Okay, das haben wir bestimmt im Mammut. Okay. Ganz schnell, ganz schnell. Jetzt können wir auch die Harvest-Rate sehen. Ich habe kein... Ich habe es nicht hochgelevelt, ja. Wir farmen jetzt mit einer Eisenaxt und wir bekommen ordentlich Holz. Also ich glaube, sechsfach. Es ist sechsfache Farmrate. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die sechsfache Farmrate ist. So, wir bauen den Tree und dann gucken wir, wie das funktioniert. Also ich habe es selber nicht aufgestellt. Schnell mal benutzen. Objekt benutzen. Okay, es ist ein anderer Baum. Ja, der ist ja hässlich. Den wollen wir gar nicht. Wir wollen den großen. Okay. Wir wollen den großen. Warte, den wollen wir nicht. Wir wollen den großen Baum. Wir wollen den großen Baum haben. Also, wer heute Action haben will, schaut auf jeden Fall ab 18 Uhr im Livestream vorbei. Wir werden heute jemanden angreifen. Bis 1 Uhr morgens ist hier PvP an. Danach ist PvE. Nachts soll natürlich nicht angegriffen werden. Und wir werden natürlich nicht alles zu bersten. Wir werden nur alle PvP, die uns töten. Heißt also, womit die uns schaden können. Und wir werden den vernichten, weil die haben so unvergessen gespielt. Das muss Rache gehen. Okay, der war das nicht. Jetzt kann das European Beach. Das könnte einer von den beiden sein. European. Der hier, den jungen Umbrella Tree. Einer von den beiden müsste sein. Wir testen einfach beide. Wir gucken, welcher das ist. Damit, falls ihr auch mal vorhabt, hier auf dem Server anzufangen und die IP zufällig rausfindet, indem ihr mal im Livestream oder so vorbeischaut oder so, dann wisst ihr, was ihr bauen müsst und was nicht. So, zack, herstellbares. Könnte das der sein? Gegenstand herstellen. Bench Tree. Sieht größer aus.
Lass mal gucken. Weg benutzen. Der sieht auch scheiße aus. Der ist auch nicht der richtige. Der ist nicht groß genug. Wir hatten da so einen richtig epischen. Das war einfach unser epischer Baum. Und der muss da stehen bleiben. Leider hat er nur den einen Dino verbaut. Dann muss es der hier sein. Dann muss es einfach der hier sein. Anders weiß ich auch nicht. Das ist natürlich alles neu für uns. Also vielleicht sagt jetzt der eine, oh. Ist das der? Ich weiß nicht, ob es der ist. Ich baue den einfach mal. Der sieht auf jeden Fall gewaltig aus. Da oben haben wir schon zwei Geschütze. Wir haben also bisher nur so ein bisschen auf Style gebaut. Wir könnten jetzt natürlich eine dicke Eisenbase klatschen. Das wäre kein Problem für uns. Aber ja, ein bisschen. Ja, das könnte der sein, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich mir selber in der Aufnahme nachher mal angucken. Wir haben ein bisschen auf Style gebaut. Also das ist so unser Schlafplatz. Ziemlich easy gehalten. Wird sich ändern. Das ist nur vorübergehend unser Schlafplatz. Hier haben wir noch so eine kleine Giraffe, die Muku. Hier haben wir noch zwei Megalodons, also zwei Haie. Dann haben wir hier unseren Brontosaurus Level 34. Mit dem kann man richtig geil diese ganzen Büsche abfahren. Mom, get the camera! Get the camera! Drei T-Rex haben wir, sexy Rex-Ideen. Und irgendwo haben wir noch einen. Eins, zwei, der ist wahrscheinlich schon weggelaufen. Albino-Rex. Irgendwo hatten wir noch einen Albino-Rex. Der läuft wahrscheinlich durch die Gegend. Der berstet ein paar Dinos. Den haben wir nicht auf neutral gestellt, damit unsere Dinos natürlich überleben. Müssen wir demnächst mal auffangen. Ah ne, da ist er doch. Da ist doch. Antis Big Brother. Anti-Mage. Anti-Mage spielt mit. Stimmt. Anti-Mage spielt mit. Hier haben wir noch einen. Patz. Wildmännlich. Apropos Rodos. Ich liebe Rodos. Den haben wir jetzt getötet. Ja, ja, komm. Isst ihn auf. Das sieht man schon. Die sind hungrig. Die sind hungrig. Da oben ist unser kleiner Frosch, der Vogel. Ja, auch immer den Frosch genannt hat. Muss bestimmt nicht sein. Villa de la Dodo. Gucken wir uns, was hier ist. Wir haben uns was Cooles gebaut. Also von außen sieht das einfach perfekt aus. Guckt euch das an. Ziemlich nice. Das hier könnte man jetzt noch anziehen. Machen wir sogar ganz schnell für den Stream. Mal zack. Anzünden und hier auch nochmal zack anzünden. Normalerweise brennt das durchgehend. Heute hat es... Es hat geregnet. Es hat geregnet, dadurch ist das Feuer ausgegangen. Also, es sieht wunderschön aus hier, in der kleinen Terrasse oben. Wir haben das absichtlich so ein bisschen hochgestellt gebaut und dann sieht das schon an den Eiern. Wenn man das hochbaut, dann kullern die Eier runter. Normalerweise ist es so, die Dodos, die sitzen auf den Eiern, die sind so schwer zu erreichen. Wir haben es so ein bisschen schräg gebaut. Kann ich euch ans Herz legen, damit kann man mega gut diese Eier looten. Wir haben sogar auch einen Pinguin. Wir haben leider nur einen Pinguin und das Pinguin ist jetzt gezwungen, mit den Dodos zu schlafen. Naja, was soll's, ne? Immerhin hat es Sex, immerhin hat es Sex. So ist es, so ist es. Hier oben kann man rausgehen und hier kann man auch die Aussicht genießen. Also, weil Halle eine wunderschöne Map. Ich werde euch auch, denke ich, demnächst... Oh, guck mal. Oh, du hast aber ein dickes Ei gelegt. Mit wem hast du denn geschlafen? Da sieht bisher so alles... Also, wir haben hier auf eine offene Fläche gebaut. Ich werde euch ein paar... geile Sachen auf der Map zeigen. Es gibt eine richtig geile fliegende Insel. Es gibt Höhlen, die sind einfach unnormal geil. Die muss man einfach zeigen. Es gibt auch Dungeons, aber es gibt noch keine Feature für die Dungeons. Das heißt also, die sind leer. Hier haben wir noch einen Stall, hier haben wir noch ein paar kleinere Tiere, also mit so einem kleinen Wasserloch. Haben den Frosch, der ist richtig geil, aber 178, wir haben Zement ohne Ende. Dann haben wir hier die Tellervögel, die sind zum Beispiel neu. Warte, den können wir mal eben rausholen. Wer die noch nicht kennt, auch vor kurzem, ich glaube, im letzten großen Patch dazugekommen. Ey, den müsst ihr mal sehen, was die können, die Viecher. Die sind lustig. Oh, warte, das ist der falsche. Wir müssen noch einen kleinen haben. Ja, die sind hier ein bisschen eingeengt, also lasst das auf keinen Fall. Lasst das auf keinen Fall irgendeinen Tierschutzverband sehen. Die haben hier keinen Platz. Eine Schildkröte haben wir auch. Alohu haben wir auch. Kommt mal hier. Oh, wir müssen ein bisschen trinken, kein Problem. Wir bedienen uns einfach am Wasserloch von unseren Tieren. Ihr seht schon, wir haben alles Mögliche im Inventar, ja. Wir haben im Inventar Sachen ohne Ende. So, ihr bleibt stehen, nicht, dass ihr ihn gleich folgt. Perfekt, perfekt, alles perfekt. Ne, einer folgt mir noch. Raptor, du bleibst auch stehen. Und jetzt zeige ich euch mal diesen Vogel. Der ist neu und der ist verdammt lustig. Ich weiß nicht, wofür der sein soll. Oh Gott, ich bin übergewichtig. Jetzt können wir ein bisschen Gewicht. Ist ein... Ach, komm schon, wie viel wiege ich denn? Ich muss ein bisschen... Sind das die Boy? Ich schmeiß mal eben ein bisschen weg, das hebe ich sofort auf. Ich weiß gar nicht, wieso bin ich so übergewichtig? 180 Gewicht? Okay, 100 Gewicht, wahrscheinlich die Eier waren das, was so viel
gemacht hat. Also Vogel ist recht schnell. Ich weiß nicht, ob er stark ist, aber der hat ein geiles Feature. Und zwar, der kann nicht fliegen, ja? Man kann Leertaste drücken, er kann springen. Er kann aber nicht hochfliegen, aber er kann gleiten. Und das sieht verdammt lustig aus. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Sieht das nicht einfach nur geil aus? Das sieht doch einfach nur geil aus, oder? Ich weiß nicht, ob der Fallschaden bekommt. Ich glaube nicht. Also es bekommt bestimmt Fallschaden ab einer gewissen Höhe, aber nicht so einfach. Okay, du kannst wieder zu deinem Mate gehen. Nice gemacht, Dankeschön. Dankeschön, wer war das? Der Terrorvogel, hat nicht mal einen Namen. Müssen wir mal einen Namen geben. Vielleicht habt ihr ja geile Namensvorschläge. Könnt ihr mal in die Comments da lassen. Comments, Kommentare. So, die Eier schnell wegpacken. Soll alles der Ordnung beibehalten sein. Da war noch ein kleiner... Was war das denn für ein Dino? Ach, das sind diese kleinen Mini-Dinos. Und bei denen, das Coole ist, die kannst du auf deine Schultern nehmen. Wusste ich gar nicht. So wie die Vögel. Der sitzt jetzt die ganze Zeit auf der Schulter. Egal, wo ich hingehe, der sitzt auf der Schulter. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Kann man nicht meckern. Kann man einfach nicht meckern. Okay. So. Pack mal die Eier in die Kühlschränke. Ein Ei habe ich wahrscheinlich vergessen. Und zwar die Dodo-Eier. Weil die sehe ich jetzt nicht. Oder ich habe die gerade reingelegt. Oder, naja. Auch nicht schlimm. Doch, eigentlich ist es schon schlimm. Eigentlich schon schlimm. Denn die Eier brauchen wir. Aber die sind weg. Hat die jemand gegessen? Naja, oder bin ich blind? Wahrscheinlich bin ich blind und sehe die einfach noch nicht. Zack. Schnell sortieren, bis in Ordnung muss sein. Wir haben eben die 80 Narkomittel mitgenommen. Ich kann euch auch zeigen, wofür. Die packen hier rein und zwar machen wir dieses Inject Darts. Inject Darts braucht Polymer, Ethomorphin und Fasern. So, und diese Ethomorphin, das stellen wir her, indem wir 20 Narkosemittel, also ihr seht schon, es verbraucht eine Menge. Es ist natürlich besser als normale Betäubungsfallen, aber es verbraucht auch mehr. Polymer, seltene Blumen braucht man dafür, Narkosemittel, Holzkohle und ich glaube Fiebern für alles zusammen. Genau, für alles zusammen, sogar zwei Polymer jeweils. So, machen wir mal herstellen. Werden wir auch gleich etwas nehmen. Ich habe sowieso aus Versehen die falschen gebaut. Ich habe nämlich einmal die guten gebaut, das ist eine 30er-Mischung, und einmal die 10er-Mischung. Die 10er-Mischung, die ist schwach, deswegen nehme ich die mal einfach mit. Das schadet nicht, wenn wir die verlieren, also kann nicht schaden. So. Wir können die mal testen, hier der Matterfarm. Matter, ich muss mal irgendwas testen, bleib mal stehen. Zack, er wird sofort unnichtig. Dankeschön. Guten Schlaf. Tut mir leid. So, Matter wird es mir bestimmt nicht böse. Ich erkläre ihm gleich, was es für YouTuber. Also wie gesagt, ihr habt gesehen, es... Ein Menschen betäubt er sofort, das war die 10er-Mischung, jetzt stellt euch die 30er-Mischung vor. Und wir haben alle Fortitude auf 20, also wir halten auf 20 aus. Kann man das hier hochfahren? Ich glaube, das Tor kann man auch irgendwie hochfahren. Ja, hier, da fährt sich das Tor hoch. Okay, wir hätten auch einfach hier hin machen können. Zack, das Tor fährt sich hoch. Hier ist die Burg schon gebaut, sieht mega gewaltig, sieht einfach gewaltig aus. Mit so einem Wasserkram könnte man hier machen. Oder wir machen es einfach. Man könnte das echt auf dem Wasser machen, ne? Wir haben hier so ein echtes Wasser. Da könnte man das machen. Ich zeige euch das jetzt nochmal von der Luft, bevor ich das hier. Ei, du schläfst ja immer noch. Aufwachen. Junge, der schläft aber ein bisschen länger, du. Hat sich nicht. Also, ne? Nicht, dass jemand jetzt hier Arbeitsgewerkschaft oder so kommt. Alles easy. Hier wird keiner gezwungen zu arbeiten. Er arbeitet nicht zu viel. Ah, hier ist der zweite Vogel. Okay. Mit Nike hat der Boy sich gepaart. So, dann nehmen wir die Petra. Petras, die Pterodondon heißen die, glaube ich. Wir nennen die immer Petras. Wenn die ganzen Satteln. Mit einer von denen muss Mucka heißen. Hier ist zum Beispiel X-Cap-Lady. Jeder hat hier sein eigenes Viech. Das hier Mucka. Den können wir gleich skillen. Und zwar skillen wir auf Gewicht. Ich hatte mega die Probleme. Wir haben gestern ein bisschen PvP betrieben und ich wurde immer eingeholt. Der ist frisch gezähmt, noch nicht gelevelt. Der wurde, ja, der wurde fast getötet. Bei meinem Disconnect zum Glück hat Fortress ihn safen können. Wir haben sogar ein Geschütz mehr inzwischen. Von der Luft aus wollte ich euch das zeigen. Jetzt guckt euch das an. So wird das Gelände aussehen. Also man kann Foundations setzen, runde Foundations, halbrunde Foundations. Wir haben uns für dieses Muster entschieden, das wird auch später unsere Base sein. Wir werden aber trotzdem also ein bisschen idyllisch halten, ja. Also so sieht das hier bei uns aus. Mega, mega cool. Und die Landschaft, also einfach exzellent. Man kann nicht meckern, also Valhalla hat eine sehr, sehr schöne Map, vielleicht ein bisschen zu groß. Der Server ist recht leer, noch so um die 30, 40 Leute tagsüber, aber es macht definitiv Spaß. Also wir sind jetzt nicht nur auf PvP aus, sondern auch auf PvE und dafür ist er einfach nur perfekt. So. Muss ja den Vogel hier einmal, zack. Komm Vogel. Da will der wegfliegen.
Komischerweise, leckt das. Habt ihr auch dieses Problem, wenn ihr mit dem Vogel unterwegs seid? Das liegt, denke ich, in Ark allgemein, dass es leckt, vor allem wenn ihr angreift. Entweder ich habe die Grafikeinstellung zu hoch oder es leckt einfach. Ich habe alles auf Super High, also. Ich habe auch Wetter, mir wird alles angezeigt. Viele sagen, hey, ich kann ja bis zum Ende, also bis zum Horizont sehen. Bei mir ist das nicht so. Ihr seht schon, wenn es regnet, dann sehe ich weniger. Wenn es neblig ist, sehe ich vielleicht sogar nur 10 Meter. Das haben wir, wenn wir hochgehen. Da vorne sind die Berge. Also wir haben, wenn wir mal auf die Map gucken, da sollten 4 Eisberge sein. Die sollen auch Alpha-Raptoren sein. Wir haben da bisher nur Gigantus gesehen. Die werden wir auch gleich sehen, weil wir heute mit Gigantus angreifen wollen. Admin, Command, Show Message of the Day. Okay, jetzt mache ich Show Message of the Day. Und da hat man auch schon den Server wahrscheinlich gesehen. Ja, hiermit möchte ich mich auch verabschieden. Wie verabschieden wir uns? Wir verabschieden uns mit einem... lass mich überlegen. Ich lasse uns verabschieden. Mit einem schönen Fallschirmsprung über die Base. Und damit sehen wir uns demnächst oder heute Abend oder die Tage im Livestream wieder. Im Livestream wird nebenbei auch noch LOL und was weiß ich was alles gezockt. Aber da werde ich bestimmt noch so einen kleinen Vlog oder sowas zu einem Real-Life-Video raushauen. Und Patz. Auf geht's. Hier kommt wahrscheinlich schon die Musik.